Da ich ja vor kurzem das Video zu der exotischen Variante der Kowostov hochgeladen habe und dieses Video ja gleichzeitig während meines großen Stream-Events entstanden ist, war es ein bisschen schwierig, da auch alle Teile reinzupacken, gerade bezüglich den Verschlüsselungsteilen, die ihr finden müsst für die legendäre Variante, auf die es ja keine Hinweise gibt direkt. Dementsprechend habe ich auch gesagt, dass ihr natürlich mich gerne in den Kommentaren wissen lassen könnt, ob ihr dazu ein separates Video haben möchtet. Und wie ihr seht, das Video ist jetzt da. Bevor es aber losgeht, nach wie vor lasst sehr, sehr gerne dem Kanal ein Abo da, würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und gleichzeitig, wenn dieses Video online geht, gibt es auch einen fetten Stream auf Twitch. Kommt da sehr, sehr gerne vorbei, twitch.tv/max12. Dort zocken wir unter anderem mit dem guten Elli, mit Miftaka, mit Psychora und vor allem auch Daluka zusammen einmal den neuen Raid. Dementsprechend, wenn ihr vorbeischauen wollt, wenn ihr sehen wollt, wie wir den neuen Raid machen, würde mich das natürlich sehr, 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 sehr freuen. Gerade auch hilfreich für die Leute, die eventuell in den anstehenden Helplines natürlich mal mitmachen wollen und dann vielleicht schon ein, zwei Erklärungen aufschnappen möchten. Ansonsten natürlich, wenn euch das Video gefällt, lasst ihm natürlich gerne eine Bewertung da und natürlich auch einen Kommentar. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir direkt los. Hier fangen wir einmal ganz simpel an. Als allererstes sei hier einmal gesagt, ihr müsst die Kampagne natürlich fertig gespielt haben von der finalen Form und gleichzeitig auch die Mission von Mika bezüglich den verlorenen Geistern so weit gespielt haben, dass ihr alle 6 Zysten-Missionen freigeschaltet habt. Wichtig dabei ist, ihr könnt theoretisch auch während ihr die freischaltet schon die Teile sammeln mit den Orten, die ich euch gleich zeige. Allerdings könnt ihr dann nicht direkt alles hintereinander wegmachen, sondern ihr müsst zuerst die Questschritte machen. Ansonsten fangen wir einmal im ersten Gebiet, wie bereits gesagt, an. Dort seht ihr hier erst einmal die beiden Positionen, wo die beiden Vögel des Lichts sitzen, wo ihr die beiden Zysten-Versionen umschalten könnt. In dem Fall natürlich zwischen der Zysten-Version Schwertanz und der Version mit den ganzen Hive-Motten. Hier fangen wir einmal zuerst bei der Variante mit den Motten an. Wenn ihr diese Zyste aktiviert habt, folgt ihr am besten einfach den Weg. Sobald ihr hier unten angekommen seid, wo ihr auch den großen Oger seht, könnt ihr direkt an dem Oger vorbeilaufen, runter unter diese Platte hüpfen und in diese kleine Ecke da reinlaufen, um dort natürlich das erste Schlüsselteil bzw. den ersten Schrotthaufen zu finden, wo ihr das erste Schlüsselteil herausbekommt. Machen wir direkt weiter bei der Version Schwerttanz von der Zyste. Wenn ihr dort einen sehr, sehr ähnlichen Weg lauft, werdet ihr hinterher in einen Raum kommen, wo ihr natürlich die ganzen Gegner clearen müsst mit dem Scharschwert. Und sobald ihr das erledigt habt, könnt ihr weiterhüpfen durch die Öffnung am Ende des Raumes. Wenn ihr dann ganz einfach dem Weg hier folgt, den ihr natürlich seht, ihr könnt, wichtig auch hierbei, ihr könnt natürlich die Gegner ignorieren und sofort danach aus der Zyste raus, hüpft ihr einfach hier runter in diesen kleinen Gang bzw. in diesen kleinen Raum, macht da am besten noch diese komische Scharkruste weg. Und dann liegt direkt vor euch auch hier der nächste Schrotthaufen. So viel jedenfalls zu dem ersten Gebiet. Das sind dann alle Schlüsselteile abgehakt, die ihr aus diesem Gebiet bekommen könnt. Wie gesagt, ihr kriegt aus jedem Gebiet 2 Schlüsselteile durch diese 2 Zysten, die dort sind, abgesehen von den Regionstruhen. Im nächsten Gebiet von der Blüte gibt es natürlich auch wieder 2 Zystenversionen. Hier daher erst einmal, wo die beiden Vögel sitzen werden, damit ihr natürlich die verschiedenen Versionen umstellen könnt. Und dann fangen wir direkt bei der Version mit dem sengenden Licht an. Bei dieser Version ist es sehr, sehr simpel, auch bei beiden Malen. Ihr wollt bis zum Ende des Bossraumes durchlaufen und den Bossraum clearen, da ihr natürlich sonst nicht in dem Fall an den Schrotthaufen kommt, da natürlich alle weiteren Wege verschlossen sind. Wenn ihr das getan habt, wollt ihr Ausschau halten nach dem Raum mit dem, ich sag mal, viereckigen Würfel bzw. Stein in der Mitte. Und da könnt ihr dann links an der Seite hoch und in der Ecke wird dort dann auch der Schrotthaufen liegen, der natürlich jetzt bei mir, wie bei den anderen Malen, auch nicht zu sehen ist, da ich sie natürlich schon eingesammelt habe. Dann gehen wir einmal zurück, aktivieren natürlich die andere Version von Schlechter bzw. der Schlechterzyste und laufen wieder unserem Freund, dem Lichtvogel, hinterher. Dort selbes Spiel, ihr lauft wieder bis zum Bossraum, cleart den Bossraum, es ist derselbe Raum, den ihr vorher gesehen habt. Und wenn ihr diesen Raum geclearet habt, wollt ihr nach diesem kleinen Baum hier Ausschau halten, um dann in den Raum hinter ihm zu laufen. Und da seht ihr ebenfalls wieder eine Wurzel,
hinter der ihr das neue Schrottteil findet, was euch in dem Fall hier gefehlt hat. Dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Gebiet mit den Schlüsselteilen und das ist die Sackgasse, beziehungsweise vor allem auch mit den letzten zwei Zysten, die euch in dem Fall wahrscheinlich fehlen sollten. Fangen wir hier an der Stelle dementsprechend einmal mit geflügeltes Ass an. Hier ist es wieder sehr, sehr ähnlich. Hier müsst ihr dem Vogel wieder folgen und die Mission bis zum Ende spielen, bis zu dem Lavaraum in dem Fall. Und müsst auch den Boss töten. Das ist jetzt bei den letzten beiden ein bisschen nerviger, ein bisschen. Dauert allerdings aber dafür auch trotzdem nicht lange. Wenn ihr hier den Raum geklärt habt, seht ihr, dass ihr unten, wo die Lava ist, dieses Mal weiterspringen könnt und auch quasi wieder rauslaufen würdet. Allerdings wollt ihr hier nicht rauslaufen, sondern kurz vor dem Ausgang in dem Fall wollt ihr im Idealfall einfach zur Seite gehen und in so einen kleinen Eckraum, sage ich mal, den man quasi beim normalen Vorbeilaufen schon nicht sieht. Dort liegt direkt vor euch in dem Fall der kleine Schrotthaufen, aus dem ihr euren vorletzten, in dem Fall hoffentlich, Schlüssel bekommt, bevor ihr jetzt dann euch den letzten holt. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Zyste und das ist die erdrückende Dunkelheit. Hier ähnliches Spiel wieder, ihr wollt bis zum Ende laufen und auch den Boss töten von der Zyste, damit ihr da rankommt, wo auch der Schrotthaufen liegt in dem Fall. Hier in dem Fall, sobald ihr den Boss getötet habt, wollt ihr nach diesem kleinen, ich sag mal, rechteckigen lila Kristall in der Decke Ausschau halten, um dort dann drunter hindurch zu laufen und in den Raum mit dieser, ich sag mal, Schlucht zu kommen. Wenn ihr in der Schlucht drin seid, einfach durch die Schlucht durchlaufen und hinten rechts in der Ecke, wie ihr hier sehen könnt, ist dann in dem Fall der letzte Schrotthaufen und wenn ihr den einsammelt, dann sollten sich gleichzeitig auch die Schlüsselteile, wenn ihr alle habt, alle 15 Stück insgesamt, sollten sich dann auch zu dem legendären Schlüssel umwandeln und dann können wir uns unsere legendäre Variante der Kovostov abholen. Daher noch einmal, wenn ihr natürlich nicht wisst, wo die Kovostov ist, ladet einfach wieder in die Sackgasse hinein und lauft die Autobahn runter, so wie ihr es damals gemacht habt, in eurem ersten Playthrough von Destiny, denn das ist eine kleine Hommage daran, dass ihr natürlich dort auch wieder eure erste Waffe bekommt, die ihr damals bekommen habt. Lauft einfach den Weg hier entlang, bis ihr bei dieser goldenen Kiste seid, die in dem Fall bei euch genau hier sein sollte. Und wenn ihr dann die Kiste öffnen könnt durch den Schlüssel, dann könnt ihr eure legendäre Kovostov abholen und dadurch dann auch indirekt natürlich weiter mit der Quest machen bezüglich der exotischen Kovostov. Beziehungsweise, wenn ihr alle Traveler-Visionen bzw. Visionen des Reisenden gesammelt habt, dann könnt ihr einfach jetzt zum Geist porten und natürlich die goldene Kiste bei den Reisenden-Visionen auch öffnen, da ihr alle Sachen erledigt habt. Dementsprechend hoffe ich, es hat euch geholfen. Nach wie vor, wenn ihr noch etwas habt, wo ihr sagt, ey, macht dazu mal eine Erklärung oder das würden wir sehr, sehr gerne wissen, haut mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich habe hier aber gesehen, die Schlüsselteile waren der Teil, bei dem sich die meisten sehr schwer getan haben. Und ansonsten werde ich natürlich auch in die Kommentare Updates posten, wenn es etwas bezüglich Bugs oder anderen Dingen gibt, gerade bezüglich der Kovostov-Mission. Das habe ich auch bereits schon unter dem anderen Kovostov-Video gepostet. Dementsprechend würde ich sagen, kommt im Stream vorbei, wenn ihr uns raiden sehen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.